Somit ein herzliches Willkommen hier wieder auf BCE Bürnholm live mit dem Achim Bautrechsel. Und dann auch den Erwin von der Vögelweide. Erwin oder Achim. Was wir ist sollten uns anderen Namen zulegen. Ja. Unauffälligeren Namen. Ja, sowas wie Hans-Peter. Klaus, Detlef. Dan Peter. Ja, wir sind noch weiter jetzt hier, Waffenkomponenten herstellen. Also so genau verstanden haben wir das jetzt nicht. Aber hier liegt eine Atombombe, das muss ich auch nicht verstehen. Ja, wie eine Atombombe sieht das jetzt aber ohne aus. Die wird gekühlt. Aber mit was für einer Umdrehung wird die gekühlt, oh, Halleluja. Ein paar sind ein bisschen schneller, ein paar sind ein bisschen langsam. Aber du musst mal überlegen, was du da rauskriegst. Wir hätten das, was wir jetzt gesammelt haben an Rohstoffen, zusammen auch in einen LKW bekommen. Stimmt auch, oder? Ja. Musst du mal gucken, was da rumkommt dabei. Frage ich mich, warum das keiner macht. Weil die das bestimmt nicht wissen. 100%, weil es steht nirgendwo was. Ja gut, jetzt ja, aber wir haben ja jetzt schon, wir sind schon über 300. Bei 330 sind wir jetzt. Überlege mal, wenn es für 1000 gibt. Wenn wir das verarbeiten, was wir hier drin haben, dann machst du mit einem LKW 2 Millionen. Gut, das dauert halt dementsprechend, ne? Aber so ein bisschen rumstehen, ein bisschen quatschen. Töpfchen drücken. Das hat was, meinst du? Ja. Ein bisschen an der Atombombe spielen. Die mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit gekühlt wird. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Verteidigungsposition eingenommen. Verarbeite lieber. Mach ich doch, mach doch nebenbei. Das ist noch im Radius drin. Ne, jetzt hat er aufgehört. Aber gerade hat er es noch verarbeitet. Ich bin schon irgendwo, ich muss genau drüber stehen. Ach doch, nicht Magazin wechseln. Chemie ist drückschnallt. Ja. Scheiben hier, ob du die Scheiben auch klar kriegst wie die Tür? Nein. Beziehungsweise reg hier bitte keine Aufmerksamkeit. Warum bist du aufgeregt, wa? Ich hab nur gebockt, dass es uns jemand abnimmt. Ja, weiß nicht, du hast Durst. Ja. Wie viel Kohle waren das jetzt klar nochmal im richtige Mischverhältnis haben? 16 zu 8. Danke. Oder einfach 1 zu 2. Oder 2 zu 1. Also 16 Kohle, 8. Super. Ja, können wir uns mal Waffen bauen, den Rest verscherbeln wir. Weil wir hatten ja auch jetzt Ausgaben, weil wir das Zeug erst einkaufen mussten. Jo. Na, wo verkaufen wir's? Ja, das testen wir dann dort, wo wir waren. Quasi. Wenn ich den Sprit sehe, den ich hier durchgeblasen habe. 15 Euro der Liter, ganz günstig. Ja gut, nee, das sind ja hier keine Liter. Doch, das geht nach Liter. Wenn du da mal aufs Konto achtest, pro Liter gehen da 15 Euro durch. Pro Durchlauf? Also ja. Pro, wenn da so ein Flup macht. Ja, das geht nach ein paar Prozenten immer. Ja, aber das sind keine Liter, wenn das Liter wären, Alter. Weil das Ding 5 Liter Fassungsvermögen. Lustig ist ja sowieso, wir zahlen hier alles in Dollar, nur im Benzin bezahlen wir 1 Euro. Stimmt, aber auf dem Konto sind ja auch Euro. An sich teilst du eigentlich alles in Dollar. Ah. Übersetzungsfehler. Ja, so wie das aussieht, aber... Gut, Beta-Währungen sind nichts wert. Nee, das ist auf jeden Fall so, aber trotz alledem, hier im Spiel brauchst du irgendeinen Gegenwert. Du kannst ja mit Gold handeln. Vielleicht mit Hochachtung. Ja, eine Hochachtung. Ach, das ist ja nett. Hier hast du einen LKW. Zu Güte. Jetzt mal fertig hier. Da stehen wir noch ein Bild dran, würde ich sagen. Ja. Es ist dann nur die Frage, was mache ich mit der Waffe, die ich hier habe? Ich habe ja nichts, wo ich die lagern kann. Ins Haus rein. Ich habe kein Haus. Ich habe nur die Garage. Haus kann ich mir noch gar nicht leisten.
Dass ich habe jetzt gesagt, erstmal soll ich dir diesen. dein Grundstück zeigen? Da hast du gesagt, das ist mit Ja, da Holz. steht ja meine Garage drauf. Coole Garage. Hast ein Sofa mit reingestellt, eine Antenne draußen dran geschraubt. Da, dann ging die Steckdose nicht mehr, ne? Dieses Ja, F-Fotzen. deswegen habe ich den Strom jetzt aus dem Nachbarhaus gezogen. Ob das Kinder mitkriegen. Muss auch merken, dass dann da ist. Ah. Achte. Nee, aber das. Ja, nicht das Haus kostet, glaube ich. Also insgesamt kostet alles 310.000 für 7 Tage. Da ich aber nur maximal 2 Tage spielen kann, muss ich ja in den 2 Tagen auch das Geld verdienen. Und das Alright. kann ich erst verdienen, wenn ich quasi dann irgendwann, ne, dieses Kerosin habe. Also sprich Öl auf Level 4. Da bin ich aber noch auf Level 3. Das ist halt. Dauert halt ein bisschen, aber dann machst du normalerweise pro LKW auch so 350, 400.000. Eigentlich schon recht toll. Also machst du quasi 2 LKWs, das hast du die nächsten 3 Wochen ausgesorgt. Das ist, was die Bude angeht mit Garage. Was du jetzt anhast, das sind die Hero-Klamotten ab 10.000, oder? Nö, Oder ab nö, 8? ab 8. Achso. Ja, gut. So, finde ich jetzt meine Handschuhe erstmal schöner. So cool, so ein bisschen hochgekrempelt. Und meine Mütze ist natürlich eher der Bringer, ne? Weil wann gibt es eigentlich dieses tolle Nachttischgerät? Das, was ihr. Keine Ahnung, ich glaube, das gibt's jetzt schon. Ich hab das bloß vom Markt halt. Achso. Weil ich nicht da nochmal beim Hero Shop war. Die MP5 habe ich mir jetzt auch bloß mitgenommen, weil die handlicher ist. Aber auf Distanz brauche ich mir da gar nicht zu schießen. Da kann ich auch einfach die Waffe dahin schmeißen. Das macht vielleicht noch mehr Schaden. Na, die haben wir gesagt, normalerweise ist die MP5 auf so 300-400 Metern immer noch effektiv. Als Einzelschuss. Ja, Einzelschuss. Das sind 9 mm. Die sind im Nahkampf gut, aber auf mittlere bis weite Distanzen absolut sinnfrei. Ich weiß nicht, wollen wir das wirklich bis zum Schluss durchziehen? Warum nicht? Das wird eine Weile dauern. Naja, sagen wir mal so, die Folge machen wir auf jeden Fall noch, den Rest machen wir offscreen und dann geht's weiter, wenn wir hier fertig sind. Deal or no deal? Das machen wir dann, ja. Weil in der Nacht geht's so oder so gerade rein. Ich hab nicht mal ein Wort dabei, schön. Ja. Ja. Kurz auf die Map gucken, 20 Uhr, 21 Uhr. Normalerweise eine Uhr dabei. Naja, ich bin doch verreckt schon mehrmals. Warte mal, ich habe auch keine. Doch, hier habe ich eine. Nee, halt. Ich habe keine. Das ist Na, ja was eigentlich denn? nur der Slot, wo du deine Gartenschere reinziehst. Genau. Aber normalerweise konntest du die doch immer anzeigen lassen. Die hier ist doch mal aufgeploppt, wenn wir versucht haben, mit Kabelbinder jemanden zu fesseln. Ja, aber dafür muss ich ja die Uhr auch dran haben. Also in den Slot da unten reinschieben. Ich Sonst. bin noch nie gestorben. Ja. Ja, wer weiß. Hast halt deine Oma verlegt. Können Sie? Da Vor bist allem hier zum du. Beispiel, wenn du Marihuana rauchst, gibt es jetzt auch neue Effekte. Normalerweise hattest du ja einfach bloß diesen Kiffer-Effekt. Jetzt hast du halt auch mehr oder weniger einen positiven Aspekt. Ich weiß gar nicht, was dann für eine Anzeige da steht. Ich glaube, ach, du bist so high, dass du total vergessen, dass du dein GPS verloren hast. Scheißegal, sinnlos rumfahren macht eh mehr Spaß. Wo ist denn Dann. das ein Vorteil? Weiß ich nicht, ist halt lustig. Nee. Nee, das ist. Es gibt ja Vorteile, also wo du nur gekifft bist und dann diese Nachteile im Endeffekt. Und die Nachteile ist halt, dass du dein GPS dann verloren hast. Also wenn der Text da kommt, du bist so high, dass du dein GPS verloren hast. Da scheißegal, sinnlos rumfahren macht eh mehr Spaß. Dann hast du halt kein GPS mehr. Also ich habe noch eine Sturmhaube dabei. Ist so nicht, wo ich die brauche. Das ist eh verboten, würde ich wegschmeißen. Ach jetzt, du musst nur in den Ausrüstungsslot, wo du die Gartenschere reinschmeißt, Ja. einfach mal die Gartenschere reinschmeißen oder die Schaufel oder das Bohrwerkzeug und dann kannst du die Uhr drücken.
Wahnsinn, wie die Sekunden rumfliegen. Das geht ein bisschen schneller wie im Echt. Ich habe ja jetzt hier so Subsonic-Kugeln, jetzt ist es dunkel. Was hast du, Subsonic-Kugeln? Ja, ich habe die normalen, die Balls. Und dann Sag habe mal, ich wo ist eh. Leuchtfeuer? Ja, bloß welches? Da gibt es ja noch Tracer. Ah ne, Tracer ist Leuchtfeuer. Das andere ist Hartgeschoss und das andere ist Hohlgeschoss. Also Hohlkörper, Hartkörper, Leuchtspur. Doppelkern gibt es nicht. Nein. Oder das ist halt dieser harte Kern da. Keine Ahnung. Also ich glaube, Delta hatte mal gesagt, Hohlkörper, Hart. Also wenn es Hohlkörper gibt, musst du ja wissen, du warst beim Bund. Wasch. Da gibt's Hohlkörper. Gibt Hohlkammergeschosse. Meine ich. Hohlkammer, Hartkern und halt Leuchtspur. Aber na, das, was eigentlich verwendet wird, meistens ist, was zumindest bei der Normalfeuerwaffen ist, Doppelkern. Ja, dann ist es Doppelkern, Einkern, Leuchtspur. Also das weiß ich noch, beim G36 war das so, die scharfen Mummeln, die waren vorne. Das Projektil quasi war so leicht, also hat einen grünen Farbton gehabt, einfach mal so grün mit einem Pinsel quasi wie drüber. Da wusstest du, das sind Doppelkern-Dinger. Okay. In der roten Farbe, da hast du halt Leuchtspur gehabt. Und Hartkern hatte, glaube ich, einfach nur Silber vorne dran. Das ist aber eigentlich nicht geschossen. Oh. Da fragst du mich was. Aber ne, die gab es halt meistens. Dann gab es noch die schwarzen. Also die waren vorne schwarz und der ganze Patronendings war schwarz, das war Platzmunition. Mit denen am meisten geschossen habt, ne? Um Ja, Geld zu sparen. die meisten Ladehemmungen hatte und alles Mögliche. Ach so, okay. War der Dreck. Ja klar, weil die waren halt kleiner und die haben, das ist ja G36 ist ja ein Gasdrucklader. Das, beim ersten Mal ziehst du ja einen Verschluss nach hinten, da lädst du die rein. Und feuerst die ab und der Druck, der durch das Abfeuern entsteht, lädt die Waffe automatisch wieder nach. Sodass du quasi Dauerfeuer schießen kannst. Ja, das passiert immer nur durch die Energie Vorhang in den Mümpel. So, und ja, wenn das natürlich nicht genug Energie erzeugt, ja, dann bringt das ja nichts. Also die haben so wenig Energie erzeugt, ja, das ist immer hängen geblieben, dann musst du jedes Mal nachziehen. Ja, das ist wahnsinnig genau, das ist im Lauf hängen geblieben. Scheiß Blasterrotze. Bei manchen ging es gut, bei manchen konnte es echt vergessen. Wir haben nach jedem Schuss, das ist jetzt, wie gesagt, oh, Einzelfeuer wäre dasselbe gewesen. Das G36, deutsche Wertarbeit. Schlecht ist das nicht. Einzelfeuer benutzt, das ist eine Top-Waffe. So mit Ausrüstung und so, also das den Zielvisieren. Aber halt Feuersturm ist halt eine Sache. Na, war das denn nicht? Hast du nicht irgendwie gesagt, noch, wenn du es immer Dauerfeuer machst, ist das Ding dann so ungenau, dass du es wegschmeißen kannst? Ja, wenn die warm wird, dann, also wenn du mal ein Magazin so immer komplett durchlässt und danach versuchst genau zu zielen, das ist dann schon ja nichts mehr so präzise, wie es eigentlich ist. Weil eigentlich kannst du ja wirklich auf den Nahkampf gucken mit dem gerade aufgeschlossen, zugeschossen. Ja. Kannst du ja unten, nee, oben drauf ist das, im optischen, kannst du ja relativ gut jetzt im Gebäudekampf agieren, sag ich mal. Und unten hast du ja das ZF, wo du dann richtig weit gehen kannst und da kannst du den Anhaltspunkt dann nicht mehr nehmen. Haut da nicht mehr hin. Weil jeder kriegt da seine Waffe eingestellt, hast du deine persönliche Waffe und fängst an zu schießen, das auch der, wo du hinziehen sollst und dann dreht da halt oben an den Reglern. Es kann ja sein, dass es verstellt ist. Wenn die Waffe dir mal umfällt, kann es auch sein, dass es schon verstellt ist. Also. Aber dann hier so jetzt auf 400 Meter oder auf 600 Meter zu zielen, wo du dann sagst, hier auf der so horizontalen Kante hast du da unten drunter so komische Striche. Ja, da hast du zwei, dann rechts daneben, ein bisschen weiter oben hast du vier, dann noch ein bisschen rechts daneben, da hast du sechs. Halt auch ein Stück höher. So Da diagonal musst nach oben oder was? nee, direkt auch so Horizontal. horizontal, Ah, so ganz okay. kurzen, aber nur so ein paar Millimeter.
Und halt je nachdem, was dann dort reinpasst, also es wird immer von einer Person von 1,80 Meter ausgegangen. Ja, also nimmst die horizontale Linie und dann guckst halt bei der 2, passt die Person dort rein. Wenn nicht, dann versuchst du es halt mal bei der 4. Wenn die halt bei der 4 reinpasst, dann weißt du halt, diese Person, wenn die ca. 1,80 groß ist, ist die ca. 400 Meter entfernt. Und dann hast du auf der vertikalen Linie genau dieselben Zahlen. 2, 4, 6. Und dann ziehst du halt dort bei der 4 an. Und dann hast du halt genau die 400 Meter dann. Die du dann. Und auf der Ebene schießt du dann, oder was? Also du musst nichts verstellen. Ist einfach nur die Person dort reinbringen. Und dann schießen. So kannst du sogar Entfernungen abschätzen. Ist nicht schlecht, das ist schon ein gutes System. Oh. Wir haben es eigentlich nie gebraucht, großartig. Hauptsache, man hat's gelernt. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Schlüpft der Clicky. Ne, ich habe anmoderiert. Also, wir sehen uns Ja. morgen wieder. Dann sind wir aber auch mit allen hier fertig. Machen wir's offscreen right. Und ja, bis denn. Haut rein. Tschüss. Tschüss.